sobald ich den Pausenbildschirm gefunden habe in meiner endlosen Liste von Items und Elementen. Ich spiele jetzt ein bisschen State of Decay 2. Von dem habe ich in letzter Zeit öfter erzählt und einige kannten das gar nicht. Und ich habe mir gedacht, das ist auch ein Spiel, das muss ich euch jetzt mal vorführen und mal zeigen. Denn das ist ein Spiel, das ich gerne mag. Ich habe den ersten schon gerne gespielt und auch mit dem zweiten hatte ich dieses Jahr echt viel Spaß. Und freue mich jetzt auch schon auf den dritten Teil, der jetzt nächstes Jahr, glaube ich, kommen soll. Ich bin mir nicht sicher, oder übernächstes. Wurde auf jeden Fall schon angekündigt. Wenn du noch da bist, Lito Katz, mach's gut. Schönes, gutes neues Jahr. Schon mal. Vielleicht bis später oder so. Genau, weil das Spiel ist jetzt, ne, das ist nicht in meiner Top-Liste der besten Spiele aufgetaucht, weil es ist auch kein Top-Spiel. Aber es hat einen, also im Grunde besteht das ganze Spiel aus einem relativ simplen Gameplay-Loop, den man immer wieder wiederholt, der aber genau meinen Geschmack trifft und der mir einfach immer wieder Spaß macht. Hi Michi! Und deswegen spielen wir jetzt mal eine kurze Runde State of Decay 2. Ich möchte euch nur mal zeigen. Beginnen wir mal ein neues Save Game. Tutorial überspringen. Nehmen wir einfach mal, es gibt verschiedene Maps, die man sich aussuchen kann. Nehmen wir mal die da. Nehmen wir mal den Standard. Ich finde ehrlich gesagt, der Standard-Schwierigkeitsgrad ist ziemlich leicht, aber jetzt zum Vorführen vielleicht genau das Richtige. Ach so, stimmt. Ich darf so einen Boni wählen. Ich habe es schon durchgespielt. Deswegen, also, wenn man das Spiel quasi durchspielt, das ist relativ offen in seiner Story im Grunde. Das ist immer wieder so ein bisschen zufällig generiert auch. Schaltet man Bonis frei, die man dann auch in zukünftige Spiele mitnehmen kann. Deswegen haben wir das hier. Hallo, Fritz. Dankeschön, dir auch schon mal. Ja, auch einen guten Rutsch. So, genau, das nehmen wir jetzt einfach mit. Bekomme Besuch von einem freundlichen Händler und 4000 Einfluss, sobald du deine erste Basis gründest. Ja, okay. Hier könnten wir jetzt sogar Überlebende mitnehmen aus meinem ersten Playthrough, die dann von der Story her quasi so losgeschickt werden, um den Außenposten zu gründen. Aber fangen wir ruhig mal mit komplett neuen zufälligen Überlebenden an. Na cool, die in der Mitte hat schon mal irgendwie so ein Hasenkostüm. Sieht fast aus wie ein Rayman Rabbit, also die nehmen wir schon mal, oder? Die andere ist, die erste ist eine Medizinerin, Psychiaterin, gute Medizinkenntnisse und die ist auch okay. Los geht's. Again. So, whose turn is it to find more fuel? Not me. Last time I had to outrun a whole damn horde. I have a better idea. We could settle down here instead of moving on. I admit, it looks better than the last couple of towns we came through. Now that you mention it, it does feel kind of homey. Creepy. Die Figuren sehen aus wie seltsame Puppen. Die Menschen sind gruseliger als die Zombies in dem Spiel, finde ich. We just have to find a spot that's defensible, maybe with some room to expand. Aber das ist auch nicht so wichtig. So, los geht's. Also, unserem Auto ist der Sprit ausgegangen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier irgendwo unsere Basis etablieren. Was ist eigentlich hier los? Warum liegen hier so viele krasse Knochen rum? Okay, nix wie weg. Ich muss kurz in die Steuerung reinkommen. So, im Endeffekt ist das so die ganz normale Standard-Zombie-Apokalypse, wie man sie sich vorstellt. Nichts Besonderes. Und das ganze Spiel funktioniert auch wirklich
Sehr simpel eigentlich, aber wie gesagt, das drückt genau die Motivationsknöpfe bei mir. Im Endeffekt nehmen wir jetzt eine Basis ein und von der Basis aus fangen wir dann an, im umliegenden Land die einzelnen Gebäude zu durchsuchen, zu säubern quasi, alle Zombies zu töten und zu plündern. Und das bringen wir dann alles zurück in unsere Basis und dann können wir bauen. Und das ist der ganze Gameplay-Loop von dem Spiel. Alles eigentlich relativ simpel, aber genau deswegen irgendwie echt cool. Ich dachte gerade, die hat so Hasenpantoffeln an, aber das sind einfach nur normale pinke Schuhe. So, ich gehe mal zu dem Aussichtsturm da, zu dem Werbeschild. Oh, warte mal, da ist gleich ein Special-Zombie, denn natürlich gibt es nicht nur normale Zombies, genau, sondern auch Special-Zombies, wie zum Beispiel die Screamer hier. Und wenn der ruft, dann kommen von überall aus der Umgebung ganz viele Zombies angelaufen. Das wollen wir jetzt am Anfang vor allem noch vermeiden, wo wir noch so ziemlich schwach unterwegs sind. Deswegen versuche ich den mal leise zu killen. Sehr gut. Ups. Wo ist denn... Ich kann doch irgendwie sprinten. Ich kann mich echt nicht mehr erinnern, wie das Spiel funktioniert. Naja, so wichtig ist Sprinten auch wieder nicht. Klettern wir mal die Leiter hoch. Sprinten ist eigentlich schon wichtig, aber ich komme nicht drauf, wie es geht. Ich hoffe, das Spiel verrät mir das irgendwann mal noch. So, hier haben wir gleich mal eine Kiste. Das ist auch eine ganz nette Mechanik, weil man kann die Sachen langsam durchsuchen, dann dauert es halt ein bisschen länger, aber dafür ist es relativ sicher. Wenn man schneller durchsucht, dann geht es zwar schneller, man ist aber unter Umständen laut. Und alle Geräusche, die man verursacht, haben quasi so eine gewisse Hörreichweite und locken dann wirklich die Zombies an. Und später im Spiel und gerade auf höheren Schwierigkeitsgraden ist das wirklich nicht zu unterschätzen, wie gefährlich so eine Horde werden kann, die man da anlockt. Naja, jetzt schauen wir uns hier in der Gegend mal um. Und markieren mal alle Gebäude, alle Locations, die interessant aussehen auf der Karte. Ah, stopp, halt! Da ist noch ein Rucksack, den wir plündern können. Ihr seht schon, das ganze Spiel besteht zu 80% aus Looten und damit hat's mich. Was will man mehr? So, genau. Jetzt würde ich aber sagen, nehmen wir erstmal da oben unsere Basis ein, bevor wir hier großartig die Häuser durchsuchen, weil so viel Loot können wir gar nicht nehmen im Grunde auf einmal. Hallo, Pia, wie geht's? Da müssen wir erstmal gucken. Ich meine, wir könnten schon, ne, eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, die vier Häuser hier, die könnten wir vielleicht leer plündern. Wir sind immerhin zu dritt. Da kann jeder schon ein bisschen was mitnehmen. Das schauen wir mal. Mir geht's auch gut, danke. Ich bin echt froh, schon seit gestern Abend, dass ich gleich von vornherein gesagt habe, wir machen zwei 12-Stunden-Streams statt einem 24-Stunden-Stream. Weil im Endeffekt macht das so viel mehr Sinn. Schrauben, Munition und Wurfsprengstoff. Na dann her damit. Ah ja, das sind jetzt, das sind wichtiger Loot ist das hier. Das sind so Rucksäcke, Pakete. Die braucht man, um sein Lager aufzubauen letztendlich. Davon kann aber auch jeder Charakter immer nur ein gleichzeitig tragen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert. Doch, geht. Gut. Das
gebe ich jetzt gleich mal hier an unseren Begleitercharakter ab. Er kann ruhig mal ein bisschen was tun für sein Geld oder so ähnlich. I guess it's better than nothing. So. Gut. Was ich auch sehr mag, ist, dass Orte, die schon gelootet sind, einfach grau werden auf der Karte. Da resettet sich nichts, da erscheint nichts wieder. Da gibt es keine Zweifel, ob man irgendwas übersehen hat. Wenn was grau ist, ist man fertig und kann weitergehen. Das mag ich. Ich mag das. Das ganze Spiel ist, wie gesagt, ein reines von A nach B laufen und looten Spiel. Und das ist genau, was ich will manchmal. Einfach nur. Mehr nicht. Ups, das wollte ich nicht. So, jetzt passt auf. Jetzt muss ich echt mal... Irgendwie kann man erstens sprinten, zweitens die Taschenlampe anmachen. Das ist schon mal gut. Das brauchen wir jetzt hier. Hier sieht man jetzt auch unten auf der Minimap so kleine graue Kästchen. Die zeigen im Grunde Räume an. Und wenn man in jedem Raum mal war und alle Zombies getötet hat, dann gilt das Gebäude als gesichert im Grunde. Das muss man zum Beispiel machen, wenn man so Gebäude zu Außenposten oder sowas machen will. Wie habe ich vor, Silvester zu verbringen? Also wir werden ja ins neue Jahr rein streamen, aber wirklich nur bis kurz nach 12 oder so. Und dann werde ich wahrscheinlich noch Pfannkuchen machen, so wie es aussieht. Das ist zumindest der Plan. Und dann, glaube ich, schauen Merlin und ich einfach Trash-TV. Gucken einfach die Fernsehgalas im Fernsehen. Und trinken was und essen Pfannkuchen und machen uns drüber lustig, wie im Musikantenstadel Silvester gefeiert wird. So in der Art, glaube ich, stelle ich mir das vor. Mal schauen. Oder wir spielen Earth Defense Force. Das wäre auch eine Möglichkeit. Mal schauen. Oh nein, ich habe gerade... Oh, bin ich blöd. Ganz falsch. Hier, nimm deinen Rucksack. Nein. Ah. Das war jetzt... Ich habe ihr jetzt blöderweise versehentlich ihren Rucksack weggenommen. Und da sie noch kein richtiger Begleiter ist, sondern quasi nur so ein... Semi-Begleiter, bis wir unsere Basis haben, kann ich jetzt ihren Rucksack nicht zurückgeben. Weil sie sagt, sie hat keinen Platz für den Rucksack. Sie rüstet ihn nämlich nicht aus. Sie würde ihn gerne in den Inventar stecken, aber sie hat kein Inventar, weil sie keinen Rucksack hat. Ah, naja. Und ihr? Was habt ihr für Silvesterpläne noch eigentlich? Alles so? Hier ist aber ein bisschen was los. Ich habe noch keine einzige Schusswaffe. Aber komm, ich spiele auf normal. Mit den vier werden wir fertig. Ich habe Sprinten gefunden. Zum Glück sind Zombies sehr doof. Bienenstöcke, ne? Ja, das sind sogar noch Bienen. Na dann. Zum Glück habe ich mein Hasenkostüm an, weil jeder weiß, dass Bienen Hasen nie im Leben verletzen würden. Das ist ein Naturgesetz. Insofern ist das sogar viel effektiver als so ein Imkerschutzanzug. Solange die Verkleidung nicht durchschauen, ist man safe. Das wurde im Bienen-Hasen-Vertrag von 48 genauso festgehalten. Und bis jetzt hält sich auch jeder dran. Abgesehen von der Hasokalypse von 82, aber das ist wieder ein anderes Thema. Na gut, wir sind ziemlich voll gestopft mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen.
Basti, dankeschön fürs Abonnieren. 7 Monate lang. Yeah. Und ein neuer Emoji. Der da. Snacking. Ja, Snacking habe ich auch noch vor. Den erkenne ich. Oh, krank. Oh je. Dann gute Besserung auf jeden Fall. Loot ist in Fallout 76 auch nicht schlecht. Loot ist immer gut. Okay, gehen wir mal in unsere neue Basis. Home sweet home. I got here in no time at all. Müssen wir jetzt natürlich erst sichern und alle Räume durchsuchen. We can set up base here. A Plague Zombie. Das ist nämlich auch ganz interessant in dem Spiel, weil in der Welt von... Oh, Hilfe! In der Welt von State of Decay ist nicht jeder Zombie ansteckend. Und kann einem nicht anstecken, sondern nur die, die so komisch rot sind. Die haben quasi die Blutseuche. Und die sind ansteckend. Und wie wir jetzt sehen, weil ich einmal getroffen wurde, hat mein Charakter jetzt quasi so leichte... eine leichte Infektion mit dieser Blutseuche. Wenn die Leiste voll wird, dann wird der Charakter zum Zombie und ist tot. Und zwar permanent, unwiederbringlich. Das sollte man vermeiden. Ich meine, die können natürlich auch sterben, wenn die Energieleiste leer ist. Aber diese Blutseuche ist ein langsamer, gefährlicher Tod. Oder sicherer Tod auf jeden Fall. Und deswegen muss man eine Krankenstation einrichten und braucht auch immer so Blutproben von diesen Blutseuchen-Zombies, damit man die behandeln kann. Und man braucht einen fähigen Arzt. Und das ist eine von diesen ganzen Camp-Mechaniken. Also Basismechaniken, die wichtig sind. So gut, jetzt haben wir die Basis für uns auserkoren, erobert. Die gehört jetzt uns. Das ist jetzt unser Space. Jetzt kann ich hier oben auf den Basis-Tab gehen. Und dann sehe ich da normalerweise unsere Basis. Oder muss ich die noch... Ich muss die noch beanspruchen. Wartet mal kurz. So, jetzt ist es Kunst. Kampf gegen Windmühlen. After everything your people have done for us, we wanted to help you out. Swing by and take whatever you need. Our first priority has to be gathering materials. We'll need them to improve this place. Hey, if you're bored, how about you go scout out a place for us? So, genau. Jetzt kann ich hier meine Basis verwalten. Und jede Basis, die man einnimmt, hat natürlich von Anfang an schon ein paar Gebäude, die man nutzen kann. Wir haben hier zum Beispiel eine Kommandozentrale, eine Doppelkoje mit 4 Betten. Für 3 Charaktere perfekt. Wir haben ein Lager, das ist eh ganz klar. Und eine Küche, das ist gut. Ich könnte jetzt hier noch das Hauptschlafzimmer reparieren. Dann haben wir nochmal 2 Betten mehr. Aber brauchen wir jetzt gar nicht. Ich würde jetzt erstmal hier draußen Müll beseitigen. Dann haben wir einen kleinen Platz mehr. Und ansonsten könnte man eben schauen, man könnte hier eine Werkstatt bauen, die hat verschiedene Crafting-Vorteile. Aber was wir definitiv brauchen, ist eine Krankenstation. Wir haben auch die nötigen Rohstoffe dafür, 3 so Backsteine. Also baue ich mal eine Krankenstation, weil die ist immer gut und wichtig. Außerdem haben wir eine Ärztin, deswegen umso besser. Jetzt warte ich kurz, bis das fertig ist. Kriegen wir wahrscheinlich sogar ein paar Rohstoffe.
Aber können jetzt sonst gerade nichts anderes bauen. Ja, okay, gut. Jetzt suche ich mal einen von meinen anderen NPC-Begleitern. Beziehungsweise gehe ich mal schnell ins Lager raus. Oder da, hier rein. Da hier ist es. Weil hier kann ich erstmal ein paar Sachen verstauen, die ich gar nicht brauche. And our new construction is done. Die brauchen wir eventuell zum Craften später. Aber jetzt erstmal nicht. Ups, falsche Taste. Hallo? Ah ja, hier. Ist ja egal eigentlich. Ich rede mal mit ihr und sage jetzt zu ihr, hey, Begleiter anwerben und so. You're the boss. Jetzt nehme ich noch ihr ganzes Zeug, das sie eh nicht mehr braucht. That's all of it. Das Inventarmanagement könnte ein bisschen komfortabler sein teilweise, aber es passt schon. Okay, und jetzt gehe ich und mein Begleiter gehen auf Abenteuersuche. Ich gehe jetzt wirklich mal schnell zu dem Aussichtsturm, weil was ich jetzt echt gerne hätte, wobei, was ich jetzt echt gerne hätte, ist entweder ein Auto, neues oder Benzin für unser altes Auto, das ja eventuell auch noch da hinten parkt. Ich sehe auch bei den Gebäuden, die ich schon gescoutet habe, welche Ressource wahrscheinlich potenziell gefunden werden könnte. Und hier könnte Benzin gefunden werden. Also gehen wir jetzt da mal hin und gucken mal, ob wir Glück haben und ob wir in unserem kleinen Nachbarhäuschen da drüben tatsächlich Benzin finden. Weil dann könnten wir zurück zu unserem Auto, mit dem ja die von der Story her gestrandet sind, und das wieder voll tanken und dann hätten wir ein Auto. Und das wäre erstens eine ziemlich gute Verteidigungsmaßnahme gegen Zombies auf der Straße und zweitens halt einfach super praktisch, weil man schnell von A nach B kommt. Ja, definitiv locked. Das war laut, aber kein Problem. Jetzt ist auch schon wurscht. Jetzt ist auch schon egal. Das war so laut, gerade die Tür aufbrechen. Jetzt können wir auch im Turbo-Modus hier alles... Oh oh, wir haben Besuch. Gut gemacht. Okay, ich habe tatsächlich Benzin gefunden, aber jetzt muss ich mal kurz gucken, weil wir haben... vergessen, okay, wie man das Inventar öffnet. Weil irgendwie kann ich den jetzt... Das wäre jetzt quasi so ein Rucksack für die Basis, wie ich vorher schon erklärt habe. Aber den kann man irgendwie, ich glaube, aufbrechen wahrscheinlich, oder? Genau. Jetzt haben wir Benzin bekommen. Ein Benzinkanister und Molotow-Cocktails. Warum nicht? Hallo, Anime-Imperium. Dir auch einen guten Rutsch schon mal. Das sollte man auch lieber in Koop spielen. Nee, finde ich nicht. Ich mag das wirklich sehr gerne, Singleplayer. Ich weiß, das hat einen Koop-Modus, aber ich bin kein Koop-Spieler. Wenn sich's vermeiden lässt. Aber mir macht das auch wirklich, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, die auch Koop anbieten, macht mir das auch im Singleplayer sehr viel Spaß. State of Decay. Zwei. Koop-Modus vereinfacht ein bisschen. Ich meine, wenn das Spiel Splitscreen hätte, dann wäre das ein ganz anderes Thema. Aber Online-Koop ist einfach nichts für mich. Also, ich muss sagen, meine KI-Begleiter sind in der Regel gerade im Nahkampf extrem mächtig. Das haben die schon so gebalanced, dass die wirklich brauchbar sind. Ich glaube, die cheaten auch. Ups, das wollte ich nicht. Ich glaube nämlich, dass die relativ unsterblich sind, habe ich manchmal das Gefühl.
will doch nur tanken. Ah, jetzt. Aber das passt schon. So, wir haben ein Auto. Es ist nicht schön. Es ist ziemlich kaputt. Es riecht wahrscheinlich auch unangenehm. Aber es funktioniert. Mehr oder weniger. Was ist denn hier eigentlich in der Map los? Ich spiele die zum ersten Mal. Ich habe die Map noch nicht gespielt. Und überall sind diese schleimigen Knochenpfützen. Die gibt es in den anderen Maps, glaube ich, nicht. Wäre mir zumindest echt noch nie aufgefallen. Und jetzt können wir das machen. Finde ich übrigens schön, dass auch die NPCs, man selber kann es auch irgendwie... Ich habe vergessen, wo... Ah ja, genau. Man kann die Türen aufmachen, wenn man an Zombies vorbeifährt, damit man möglichst viel umfährt. Das ist eine nette, bescheuerte Idee, finde ich. Ich finde es lustig. So, wo ist eigentlich gleich nochmal unser Haus? Da irgendwo. Da sind auch die Parkplätze. Tada! Wir haben ein Auto. Sehr schön. Wenn die Autos geparkt sind, kann man vom Kofferraum auch auch gleich alles ins Inventar des Hauses verschieben und kann da viel leichter alles managen. Das ist ganz gut. Ja, und im Endeffekt, so im Großen und Ganzen, ist das ganze Spiel. Genau, wie ihr fragt gerade, worum geht es in dem Spiel genau? Es geht nur darum, das Spiel hat nicht so richtig eine Story. Das ist eins von diesen Spielen, die versuchen, die Story aus dem Gameplay und aus den, ups, das wollte ich nicht, aus den zufällig generierten Geschichten zu generieren. Im Endeffekt durchsucht man jetzt quasi die Häuser, sammelt Ressourcen, bringt die in sein Basislager, kann das ein bisschen ausbauen, findet auch unter Umständen Überlebende, mit denen kann man dann handeln. Oder kann mit denen auch, man kann die theoretisch auch überfallen, wenn man will, aber das ist, glaube ich, in der Regel ziemlich doof. Und letztendlich kann man die dann auch rekrutieren, dass die zu einem ziehen. Man findet dann vielleicht auch bessere Locations, bessere Basen. Und entweder, und genau, dann wählt man einen Anführer. Da gibt es dann verschiedene Strömungen, verschiedene Ansichten des Anführers. Und je nachdem, welchen Anführer man hat, kommt man zu einem anderen Ende des Spiels. Und wenn die Map komplett leer gelootet ist oder man keinen Bock mehr auf die Map hat aus irgendeinem Grund, kann man die Map auch verlassen und dann kommt man in die nächste Map. Die Maps selber sind nicht wirklich zufällig generiert. Das sind vier große Maps, die fest gebaut sind. Aber was man wo findet und wo die Gegner sind, das ist unterschiedlich. Und dann gibt es eben diese Seuchenherzen und die verbreiten quasi diese Blutplage, die eben ziemlich gefährlich für die Charaktere werden kann. Und man tut gut daran, diese ganzen Seuchenherzen kaputt zu machen. Die haben auch immer ziemlich guten Loot drin. Und so findet man dann quasi Waffen und bessere Ausrüstung und bessere Klamotten. Nee, keine besseren Klamotten, das stimmt nicht. Nur andere Klamotten, die sind nur optisch anders. Und erkundet und lootet und baut seine Basis auf. Und das ist alles. Da gibt es nicht wirklich eine Hauptstory und da gibt es nicht wirklich eine Handlung in dem Sinne. Aber genau deswegen macht mir das Spiel Spaß. Also nicht genau deswegen, aber doch eigentlich schon, weil es so ein schönes Nebenherspielen-Spiel ist. Kann man super spielen, während man Podcast hört oder so. Und dieses Looten, dass das Looten so im Zentrum steht und man einfach wirklich die ganze Karte im Grunde abarbeiten kann, bis alle Locations grau sind und alles in der eigenen Basis rumliegt, das ist super. Genau das will ich. Das spricht mich eben total an. Genau. Auf jeden Fall auch eines der Spiele, die ich 2020 am meisten, am längsten gespielt habe und am gernesteresten gespielt habe. Und deswegen durfte das heute in dem 2020-Gedenkstream nicht fehlen. Aber ich will mich auch gar nicht mehr länger jetzt aufhalten mit dem Spiel. Ich wollte es euch nur mal zeigen und mit drin haben. Aber ich glaube, damit hören wir jetzt auch schon auf wieder.